Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. So, Asland, Nebraska. In Anbetracht des kürzlich errungenen Sieges an Bord des Xenos-Kampfschiffes benutzte UNX das Projekt Tristar für eine weltweite Langstreckenüberwachung, um das Ausmaß der Bedrohung durch die Xenos zu ermitteln. Verstörenderweise empfangen die Scanner eine massive Überwachungsblockade über den gesamten Mittelwesten der USA. Dieses Gebiet wurde bei der Invasion 93 besonders schlimm getroffen und seither als Totalverlust zur Alienzone erklärt. Ohne zu wissen, wie lange diese Blockade bereits existiert oder was die Xenos in diesem Gebiet vorhaben, hatte UNX mehrere Aufklärungsteams in Städte innerhalb der Zone geschickt. Der Preis des Mutes. Irgendetwas blockiert unsere Überwachung in der gesamten US-Alien-Zone. Die UNX hat letzte Nacht mehrere Aufklärungseinheiten in das Gebiet geschickt. Eines dieser Teams meldet sich nicht mehr. Es hatte die verlassene Stadt Ashland in Nebraska untersucht. Begeben Sie sich dorthin und holen Sie unsere Truppen da raus. Yeah. Fangen wir mal hier bei dem Junker Robin. So, falls euch irgendwie eine Veränderung des Tons auffällt, liegt daran, ich habe mein Stativ bzw. mein Mikrofon etwas neu platziert, da es doch sehr, sehr blechern klang und sehr leise vor allem aufgenommen hat. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Schauen wir mal, ich bin ja momentan sehr viel am Rumprobieren, da ich ja offiziell eigentlich zu diesem Zeitpunkt jetzt, stand jetzt hier Juli, Ende Juli, noch nicht wieder mit dem Hochladen angefangen habe, sondern erstmal nur vorproduziere. Oh, da geht es ja gleich schon richtig los. Ja. Bin ich wieder rum viel am Rumwerkeln. Vor allem, weil halt früher habe ich ja immer mit dem Windows-PC aufgenommen. Da ja mein PC, wie schon öfters erwähnt, momentan komplett verreckt ist und ich mir erst einen neuen zusammenstellen muss und kaufen muss, spiele ich momentan einfach auf der PS4 nur. Und nehme mit einem Mikrofon auf, das an dem MacBook Pro angeschlossen ist. Und ja, Sony Vegas Pro habe ich zum Beispiel da nicht drauf, sondern schneide momentan mit Final Cut Pro X. Dem Programm muss ich mich erstmal komplett wirklich irgendwie auseinandersetzen, deswegen sind so die ein oder anderen Aufnahmen wirklich seltsam geraten. Ton ein bisschen miserabel, Bild miserabel. Ich versuche es momentan noch sehr, sehr, sehr viel rumzuwerkeln. Deswegen kann es auch sein, dass einzelne Folgen mal nicht irgendwie immer genau gleich sind. Das heißt, diese Folge kann so aussehen, die nächste Folge kann ein bisschen so aussehen und das gleiche auch mit dem Ton halt. Yo, yo, yo. Ja. Deswegen verzeiht es mir, wenn alles ein bisschen anders irgendwie aussieht. Momentan die ganzen Let's Plays ein bisschen verschieden aufgenommen sind. Wie gesagt, ich probiere gerade mit dem neuen Videobearbeitungsprogramm neu rumzuhantieren. Da verschiedene Einstellungen aus, mit dem Encodieren. Eigentlich würde ich es ja gerne mit MIDI machen, gibt es aber natürlich mal wieder nicht für den Mac. Deswegen codiere ich es dann letzten Endes mit Handbrake um. Bin mir noch am Überlegen, ob ich mir einfach für Final Cut Pro X den Kompressor zulege. Ja, deswegen weiß ich noch nicht genau. Hui. Wow, war das jetzt knapp. Wow. Zack. Meine Fresse. Wow. Hä? Verbindung zum Haus verloren. Yep. Leck mich. Nochmal. Gehe ich jetzt halt da rein. Ja, auf jeden Fall.
Final Cut Pro X ist ein komplett neues Programm für mich, muss ich erstmal durchchecken. Handbrake ist ein neues Programm für mich, muss ich erstmal durchchecken. Mein Audio nehme ich weiterhin mit Audacity auf. Aber auch hier sind halt meine Presets, die ich mir vorher mal eingestellt hatte, verloren gegangen. Deswegen probiere ich jetzt momentan auch hier. Wow! Viel neu rum. Gerade was so das Thema Effekte angeht, hier Equalizer probiere ich viele verschiedene aus. Die meisten Einstellungen habe ich jetzt gefunden, Bass und Höhe, Normalisieren, Kompressor etc. Nur beim Equalizer, wie gesagt, probiere ich jetzt noch bei jedem Let's Play mal eine andere Variante aus. Habe insgesamt 4 verschiedene Equalizer-Einstellungen rausgesucht, so, die sich im ersten Test gut angehört haben. Die probiere ich jetzt mit verschiedenen Let's Plays aus und entscheide mich dann letzten Endes für einen. Wow. Uiuiui. Und falls ihr auch wissen wollt, mit was für einem Mikrofon ich eigentlich aufnehme, das ist das T-Bone SC440. Ist jetzt kein Hochklasse-Mikrofon, aber es hat halt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist halt recht günstig, ich glaube so 50 Euro rum oder sowas. Ist von meiner Freundin. Und dafür hat es einen recht ordentlichen Klang. Nur weiß ich noch nichts, warum in letzter Zeit immer so viel blechend bei mir ist. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat mit einem USB-Port oder dass es einfach in falschen Einstellungen momentan liegt. Muss ich noch raussuchen. Schauen wir mal, ob ich es rausfinden werde. Ja. Das ist so viel mal dazu zum Thema hier Aufnahme, bla bla bla. Was ist denn gerade los? Warum hört sich jedes Let's Play an? Ist an, wieso hört sich manchmal die Folgen unterschiedlich an? Wieso sehen sie auch anders aus? Ja. Sehr muss ich aber sagen, bin ich mit diesem Apple-Programm auch recht zufrieden. Also Final Cut Pro X ist echt sehr, sehr gutes Programm, was Videobearbeitung angeht. Ich muss jetzt noch rausfinden, ob ich mit Final Cut Pro X auch irgendwie Batch rendern kann, als mehrere Folgen hintereinander einverlaufen kann, damit ich wieder die Nacht durch rendern kann. Handbrake hat mich erst kurz ein bisschen aufgeregt, weil aus irgendeinem Grund hatte ich keinen Ton nach dem Exportieren, beziehungsweise Spielton ja, aber den Aufnahmeton war weg und ich habe es zwar jetzt irgendwie hinbekommen, ich habe aber um ehrlich zu sein keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Ich habe einfach ein paar Sachen umgestellt und hier und da und auf einmal ging es. Ja, auch das Mikrofon gefällt mir echt sehr gut. Das Ständer, Stativ ist sehr gut. Im Allgemeinen, so ein MacBook hat echt so seine Sachen. Also ich bin ja kein großer Apple-Fan hier, aber was Musikbearbeitung, Videoschnitt etc. angeht, ja, aua, aua. Ist Apple, finde ich, doch ein wenig besser als Windows sogar. Wobei ich zwar Sony Vegas Pro nicht missen werde, ich es mir auch bestimmt wiederholen werde. Aber so als gute Alternative auf Mac hier und da mal was zu rendern oder zu bearbeiten, echt nicht schlecht. Mal schauen. So, mich würde mal interessieren, wie weit sind jetzt eigentlich bei der Mission? Wow. Ja, echt eine Riesenmassenschlacht hier. Aua. Boah, haut der rein. Uiuiui. Scheiße, geht's hier ab. Oh, fuck. Ah, oh, fuck, ich bin falsch. Falsch. So falsch. Stardust inbound for extraction. I heard the news. Next time kill a few extra Xenos for me, will ya? Schnell noch einsammeln. Nein! Nein! Nicht ohne mich! Nicht ohne mich! So. Ja gut, das war auch schon die Mission. Ich glaube, wir sind relativ spät in die Mission wieder mal eingestiegen. Ja.
Aber ich glaube, so viel mehr gab es da auch nichts zu sehen, außer Riesenschnetzeleien. Deswegen werde ich diese Mission diesmal... Ja, nee, nicht unbedingt nochmal neu machen. So, ja gut. Dann gucken wir uns mal die Verbesserungen an. Viel haben wir ja nicht eingesammelt. Hier eine Sekundärwaffe, da. Weg damit. Hui. Das kommt weg. Schwere Waffe, was haben wir denn momentan ausgerüstet? Boah, schöne Minigun. Zack, zack, zack. So, hier, Fähigkeiten. Hier. Was kann ich denn machen? Ansturm, Entfernung oder Niederschlagdauer? Okay. Heilungsstärke und Sinne. 2 Sekunden lang keinen Schaden nehmen. Und ihre Gesundheit. Wenn sie Gegner mit Power Waffen erhalten, dann. Oh ja, das wollte ich ja nehmen. Ja, geil. So, Bestiarium, irgendwas Neues. Flammer. Feuerprobe. Bei diesem Gegner handelt es sich um eine Unterklasse der Soldaten, die eine unbeständige Flüssigkeit versprüht, welche bei Kontakt mit Sauerstoff sofort Feuer fängt. Mit anderen Worten, ein organischer Flammenwerfer. Ein stromflüssiges Feuers. Boah, Phasenmutant. Nichts sehen. Der Feuerprobe. Also. Bei dieser Abscheulichkeit handelt es sich um eine heimtückische Mutantenart, der Warp-Einheiten eingepflanzt wurde, die das Licht um sich herum brechen und sie so de facto unsichtbar werden lassen. Phasenmutanten werden unsichtbar, bevor sie ihre Ziele erreichen, was ihnen Überraschungsangriffe ermöglicht. Phasenspringer, unsichtbare Kralle. Als wenn die einfachen Springer nicht schon furchterflößend genug wären, wurde diese Variante Warp-Einheiten eingepflanzt. Das macht sie praktisch unsichtbar, während sie sich auf einen Angriff vorbereiten. Phasenspringer werden kurz vor dem Springen unsichtbar, das macht es schwer, ihren Angriffen entgegenzutreten. Pionier, ja, Pirscher. Oh, die sind so nervig, verzerrte Realität. Diese dürren Schreckgestalten tragen seit ihrer Geburt Technologie in sich, die die UNX später in die Saboteurrüstung. Naja, hatte ich ja schon mal. Soldat, Speier, Sprenger, Springer, Schucher, Tilger. Reifegolle von Strecker. Die absolute Elite, eine noch wildere Variante der Soldaten mit schwerer Bewaffnung mit extremer Vorsicht behandeln. Sie bevorzugen Langstreckenangriffe, sind aber auch im Nahkampf tödlich. Bam, bam, bam. Ja gut, ich hoffe auf jeden Fall, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.